Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch, ich hoffe euch geht's allen gut. So, hier ist ein kleines Video und zwar gibt's ja unschöne Meldungen. Die erste halbwegs okaye Meldung, weil es hätte auch schlimmer ausgehen können, betrifft Jan-Uwe Thielmann. Übermotiviert und dumm ging er ja zu Werke und faulte Granit Xhaka von hinten mit offener Sohle auf die Achillessehne. Ich habe befürchtet, das können auch drei oder mehr Spiele sein. Mindestens Strafmaß ist ja bei Rot immer zwei Spiele. Das ist jetzt auch so gekommen, dass Jan-Uwe Thielmann nur zwei Spiele ausfällt. Ich glaube, der Augsburger Pedersen, ebenfalls an Xhaka, glaube ich, war das, ist für drei Spiele gesperrt worden. Aber da war es halt auch wirklich noch mit noch mehr Geschwindigkeit, mit noch mehr Intensität. Lieber Jan-Uwe, vielleicht deine Motivation, deine Wut oder was auch immer, was du hast, mal in einen vernünftigen Spannschuss übertragen oder ausleben, um dann auch mal ein Tor zu schießen, dann zur Eckfahne zu laufen, Hose runter und tanzen. Da hätten wir alle mehr von als so eine Aktion. Aber gut, zwei Spiele guckst du jetzt zu, und zwar gegen Gladbach oder in Gladbach und dann gegen Leipzig. Nächstes Thema, Justin Diehl. Justin fällt jetzt wochenlang aus, Muskelverletzung, natürlich, was sonst, entweder sind sie alle krank oder haben Muskelverletzung, ist natürlich enorm bitter für den Jungen, für den Verein sowieso. Er hat natürlich jetzt noch nicht so diesen allzu großen Impact gehabt, aber man sieht halt schon seine Stärken, er kann was am Ball, Geschwindigkeit ist da, seine Hereingaben aus dem Spiel oder ich sage jetzt mal, die Ecken sind halt auch okay, jedenfalls gefährlicher als die von Maina oder von Kainz. Warum sage ich Maina? Ich glaube, er soll tatsächlich Maina heißen und nicht Maina. Letztendlich Banane, Maina, Maina, ihr wisst, wen ich meine, den schnellen Linton, ne? Den 100-Meter-Läufer. Ist wie gesagt bitter. Ich denke mal, dass so ein Justin Diehl auch schon weiter wäre, als er jetzt tatsächlich ist unter Timo Schulz, wo er ihn gebracht hat. Und zwar, wenn der beste Trainer der letzten 30 Jahre für den FC, habe ich mir sagen lassen, Steffen Baumgart, wenn dieser Justin Diehl zumindest in der Rückrunde letztes Jahr häufiger eingesetzt hätte, wäre Justin Diehl jetzt auch schon weiter, als er tatsächlich ist. Das gleiche Thema hatten wir auch schon bei Finkgräfe. Hätte Baumgart Finkgräfe, nachdem er sich in der Sommervorbereitung ja stark durchgesetzt hat, gegen Dortmund und Wolfsburg eingewechselt worden ist, gute Leistung gezeigt hatte, hätte Baumgart da auch weiterhin auf ihn gesetzt und ihn nicht da schon wieder aussortiert gehabt, dann wäre so ein Finkgräfe jetzt wahrscheinlich auch 9 Millionen wert vom Marktwert, genau ähnlich wie so ein Gruder von Mainz, den wahrscheinlich auch kaum einer kennt, der da auch irgendwie nur 14 Spiele, 13 Spiele in der Hinrunde gemacht hatte, aber jetzt einen Marktwert von 9 Millionen hat. Und wir gucken uns bei Finkgräfe mit, keine Ahnung, 700.000 oder was hat er da an, Gut, das mal dazu. Gute Besserung natürlich an Justin Diehl. Ob das jetzt irgendwie ausschlaggebend ist, ob er tatsächlich geht, wovon ich ausgehe, also dass er nicht beim FC verlängert. Wobei in den letzten Wochen gab es angeblich ein Umdenken bei Diehl und Co., also Familie, Freunde, Berater etc., ob er vielleicht nicht doch beim FC bleiben solle, wenn er jetzt halt dann doch tatsächlich dann halt auch spielen darf, viel eingesetzt wird unter Timo Schulz, müssen wir halt mal abwarten, ne? So, und die nächste, ich sage jetzt mal, Fragezeichen, Hiobsbotschaft, muss man abwarten, Geschichte, keine Ahnung. Farid Alidou hat das Training vorläufig verlassen oder beenden müssen. Mit André Pavlak, dem Co-Trainer, ging er dann halt in die Kabine. Jetzt frage ich mich, warum der das machen muss. Wir haben noch 7 Athletiktrainer, wir haben 45 wichtige Leute, die da irgendwas beraten oder sowas. Kann von denen nicht einer mit dem mitgehen? Muss Pavlak das jetzt machen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. FCTV eiert da auch rum. Die können so ein Farid Alidou auch in die Kabine geleiten. Aber gut, das ist jetzt ein bisschen Satire hier, was soll's. Aber Alidou griff sich mehrmals an den linken Oberschenkel, also hinteren Oberschenkel. Haben wir keinen Ersatzteillader? Können wir nicht irgendwie so das Bein einmal austauschen und ein anderes daran setzen? So wie diese Crash-Test-Dummies-Figuren. Ich weiß nicht, ob die noch einer kennt. Da konntest du irgendwie auf die Brust drücken, dann sind die auseinandergeflogen, die Jungs da. Auch hier, hoffentlich ist da nichts Wildes. Gute Besserung auch an Farid Alidou. Kannst eigentlich schon wieder einen Haken machen an das Spiel, ne? Also gut, Uth und Waldschmidt fehlen ja eh. Da sind schon 5 Haken von mir gemacht worden. Diehl fällt aus, Thielmann gesperrt, Ljubicic 5. Gelbe, Alidou Fragezeichen. Sind ja noch ein paar Tage, ne? Bis zum Spiel. Mal gucken, wer noch ausfällt. Ein Dreiersturm aus Adamian, Tigges und Dietz, das wär's, ne?
Vielleicht sollte man überlegen, welche ganzen Abwehrspieler und defensiven Spieler man jetzt irgendwie zusammenkratzt. Irgendwie parkt die mit 8 Mann vorm Tor und holt einen Punkt oder schickt Tigges zur Eckfahne, der flankt sich selber den Ball, um Dietz wegzustoßen, um den Ball dann irgendwie kläglich zu vergeben. Ich weiß es nicht, weil Adamian brauchst den Ball auch nicht geben. Der hat zwar eine ordentliche gute Leistung gemacht oder gezeigt, gegen Leverkusen muss man tatsächlich sagen, also da gibt es keine zwei Meinungen, die Leistung war wirklich gut, aber der und Tore schießen, er kriegt Chancen, er hat Chancen, aber er versammelt sie auch legendär großartig, ne? Ach, keine Ahnung, du kannst dich schon wieder nur mit dem Kopf schütteln, du bist schon wieder, weiß ich nicht, also als ob du gefühlt seit anderthalb Saison nur mit dem Kopf gegen die Wand schlägst oder sowas und du denkst, ja, reicht jetzt auch mal, aber nö, weiß ich nicht, denn nach einer kurzen Pause kannst du ja gleich wieder gegenschlagen, ne? Ja, es ist doch einfach alles ätzend. Ne, aber gut, vielleicht ist es bei Ali Du wirklich nicht schlimm und er kann vielleicht, wenn er morgen pausiert, dann halt schon am Freitag wieder mitmischen und dann ist halt auch alles gut. Ne, aber ansonsten weiß ich nicht, mit was für einer Elf wir da jetzt irgendwie in Gladbach da irgendwie aus dem Tunnel kommen und einmal so über den Platz winken und uns dann eigentlich auch begraben lassen werden. Ne? Weil die Gladbacher haben jetzt nicht Bock, nochmal gegen uns zu verlieren. Derby ist eh so eine Sache. Ja, unabhängig davon, ob wir denn trotzdem noch irgendwie eine halbwegs okay Startelf zusammenbekommen, weil, ja, das bringt halt alles nichts, wenn die dann nicht performt oder mal die Tore macht oder verhindert. Wobei im Verhindern sind wir ja eigentlich ganz okay, was die Zahlen angehen. Auch wenn wir hin und wieder natürlich schon mal geschwommen sind, gerade gegen Stuttgart erste Hälfte. Aber von unserer Bank kommt ja dann eigentlich gar nichts mehr. Ne? Ich würde mich nicht wundern, wenn Timo Schulz, Kessler, Keller, weiß ich nicht, den würde ich auch gerne mal auf dem Platz sehen. Ne? Gibt es ihn eigentlich noch? Ich weiß das nicht. Der wahre CEO Don Kess, der ist ja jetzt allgegenwärtig, aber Keller verschwunden. Keine Ahnung, wo ist er? Hab seine E-Mail-Adresse, dann frage ich mal nach, ob man den auch mal wieder sieht. Ne? Ja, das wäre es von mir. Ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Besonders Jan-Uwe Thielmann, das hätte auch schlimmer aussehen können als nur 2 Spiele. Ja, und einfach bitter um Justin Deal und bei Ali Du jetzt wieder 45 große Fragezeichen hier, ne? Gut, ich bin raus, ich melde mich dann wahrscheinlich Donnerstag oder spätestens Freitag mit meinem, ja, Spieltagsvorschau-Video auf das Derby in Gladbach. Bis dahin bin ich raus, ja, habt noch einen schönen Abend und ja, come on FC, ne? Haut rein, bis dahin, macht's gut, tschüss.